Oh, hallo, wir machen weiter bei Chimera Destroy All Monster Girls. Das letzte Mal haben wir die Boss Rush Stage gemacht. Wie erwartet war es ein Boss Rush, der allerdings zu einfach war, weil man sich immer wieder heilen konnte, komplett nach jedem Kampf. Stellt euch das mal bei Mega Man vor. Und Dinge, die ich sagen wollte, wir haben den Berserk Mode freigeschaltet, weil wir alle Feen haben. So, und jetzt sind wir im letzten Level der Karte, aber ich glaube, da kommt dann noch was danach. Ich bin gespannt. Das Spider's Web heißt es jedenfalls. Okay. Okay, es ist wohl dann doch nur ein Kampf. Look who we have here, Morgana Island's big hero herself. Allow me to introduce myself. Ah, doch, der Captain. Oder die Captain. I am the Captain of the Sea Spiders. Captain Eleanor Arachnia, at your service. To what do I owe the pleasure, Chimera? I'm here to take back the rest of the treasure you've stolen. Ha! I've already stopped caring about this fool island's treasure. I've discovered this island's real prize. You! Huh? I didn't know you were into me like that. Yes, very funny, but let's go over the facts. You have been able to successfully get back almost all of your stolen treasure. You have torn through every pirate on my payroll. And you made me have to punish my favorite girls for their failure. Hey! We're sorry! She was too strong. She cheats! I think I'm going to be sick. You're certainly something special, Chelsea. I want you playing for my team. I doubt you'll want to come along quietly, but I will ask all the same. Do you wish to join the Sea Spiders? Oh, kann man das etwa auswählen? Heck no. How dare you refuse a direct offer from the captain? You have no idea what you're missing. If you won't come quietly, we'll just have to take you by force. Only one of us will walk away from this. I'll show you what happens when you go against the Sea Spiders. En garde! Na komm her. Oh, das tut sie tatsächlich. Mal gucken, ob wenigstens sie eine Herausforderung ist. Oder ob sie auch jetzt nicht so wirklich mega die Moves drauf hat. Nein, sie hat nicht wirklich die Moves drauf. Tschüss. Aber sie hat bestimmt noch eine zweite Phase. What did you think I would just drop a bunch of money and be done with you? Get ready for round two? Sag ich ja. I have to admit, nobody's ever gotten this far before. You're the first. Now I have to get really creative. Get ready, girls. Jetzt kommt irgendwie so eine Wily-Maschinen-Dings oder sowas. Wahrscheinlich nicht. One last time. For the captain. We'll destroy her. We'll murder her. She'll sleep with the fishes. Okay, was hat sie getan? Hey, lass das. Will ich euch an? Kann ich euch angreifen? Ah ja, ich kann euch angreifen. Oh. Na, ach, ich habe ja die Attacke. Ich habe den Haken, den habe ich ganz vergessen. Die ist hierfür auch ganz gut. So. Oh, weia. Jetzt wird's gemein. Aua. 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 Ah, wie... Oh mein Gott. Okay, wo startet man jetzt? Am Anfang? Ach du Scheiße. Okay. Gut, diesmal heilt man sich nicht komplett. Also man heilt sich zwar zwischendurch, aber ja, das könnte noch ein bisschen spannend werden. Ach, wir starten allerdings in dieser Phase. Okay, meinetwegen.
Das heißt aber für mich jetzt auch, ich muss schon gucken, dass ich hier nicht zu viel Energie verliere. Aua. Was tue ich? So, aufladen. Ja, toll. Nein, ich nicht darunter fallen. Ja, wie soll man denn da rauskommen? Alter! Boah, Alter. Ach, jetzt, Mann! Ah! Verarsch wen? Ach ja, ich kann ja zur Truhe werden. Oh mein Gott, da fehlt halt nicht mehr viel, aber bei mir auch nicht. Holy shit. Nice! Hier ins Gesicht! Batsch, 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 batsch! Arachnia defeated. Arachnia Eradicator steht da. Ich kann nicht, ich kann lesen. Oh mein Gott, es regnet Geld. Oh mein Gott, so viel Geld. Alles für die Stadt. Ja. Man kann ja hier nur noch Death bekommen. Without the captain, most of the pirates have abandoned the island. It looks like the sea spiders are no more. So what do we do with these ones? Please have mercy on us. We were only doing what we were told. The captain was the only family we had. Well, actually, we were here on our own free, but anything is better than prison. We will. I will be your captain now. As my first order of business, I hereby order you all to quit being pirates and live peacefully on this island. I guess that's fair. I suppose we can oblige. I guess there's no harm in that. I'm okay with this if the professor is okay with this. Then it's settled. Welcome to Morgana Island, Reformed Pirates. Yay! Is out there somewhere. Get to punching. Oh, nice. Interaktive Credits. Also, jetzt mal hier, ne? Jetzt mal hier ohne Witz. Das für ein kostenloses Spiel. Heilige Scheiße, bietet das viel. Ich meine, klar, Eternal Lord und so weiter, was ja auch kostenlos ist, bietet auch wahnsinnig viel. Also, richtig viel. Könnte locker ein Vollpreistitel sein. Also, halt. Spiel sein, was man kaufen muss. Und wäre auch sein Geld wert. Aber wow. Gut, es ist ein bisschen einfach. Andererseits haben wir ja nicht ein einziges Mal A geholt. Also, wer hier, ne, richtig loslegen will, der braucht da wohl mehr. Ob es wieder ein Achievement gibt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Gegnern in den Credits erledigt? Ich weiß es nicht. Ja. Yeah.
43 Tode. Huiuiuiui. Abilities 9 von 10. Oh mein Gott, was habe ich verpasst? Ach, ich habe die Bücher nicht abgegeben, alle, ne? Total Completion 73%. What? Okay. Da müssen wir mal noch gucken. I'm surprised you wanted to see me again. I thought my order couldn't afford to be working with someone like me. At least that's what your boss said. That was done and this is now. Things have changed. You don't mean... Yes, she's found it. We've already set up shop in the vicinity. But we are needful of your unique expertise. Go on. The details will be in the envelope, but we are looking for someone with a very specific skill set. You will contact us once and find a match, and only once you find a match. You will then remain on the premises after extraction to act as our eyes and ears. Someone with the qualifications we are looking for will not be unguarded. Can we count on you? As long as I get my share, I'll do whatever it takes. Good. Our master would expect nothing less. What? Okay. Da fehlt tatsächlich noch eine Ability. Vielleicht, wenn man alle A's hat oder alle Bücher, ich weiß es. Aber wo gibt's denn jetzt noch Bücher? Harvest Event. You've unlocked a special Epilogue Event. Oh. Ich habe zwar jetzt nicht gelesen, wie ich das bekommen kann, aber ich habe alles unlocked. Ach, hier kann man noch runter. Ist das das Harvest Event? Ach, hier gibt es auch noch ein hä? Wo? Kann doch da nur hier irgendwo sein. Lel. Alter, wie? Wie schnell muss man da rein? Ja. Cool. Hä, was? Oder muss ich das mit einem Move aufmachen und dann erst beim nächsten Mal? Aber das ist doch dann wieder zu. Achso, jetzt können wir mal ganz kurz was anderes machen. Bla 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 bla. Ja, oh mein Gott, muss ich mir das alles wieder angucken. Ich möchte joinen. Oh, really? What? After all, did she just join us? I should have just asked her myself at the start. That was a lot easier than I thought it was going to be. Yay! And so, Chalcia chose to abandon her home to join the Sea Spiders. Her strength and cunning earned her the title of first mate. The captain eventually retired from life at sea. She left her crew and fleet in Chalcia's capable hands. As Captain Chalcia led the Sea Spiders into a golden age of looting and plundering. With the treasury emptied, the town of Vergasso eventually ceased to be. The monsters moved on the island and the island was abandoned. Professor was devastated when he heard of Chalcia's exploits with the Sea Spiders. He left Morgana Island, never to be heard from again. Achievement, first mate. Ja, nice. Schlechtes Ending. Okay, gut, das war das. Schön, dass wir darüber geredet haben. So, wie komme ich denn jetzt... Alter! Ich versuche mal die ganze Zeit zu dashen oder so. Vielleicht geht das hier. So praktisch. Ah! Sick! Habe ich irgendwas verpasst? Es gibt's doch nicht. Wie? Wie komme ich da rein? Na bitte, holy crap.
Dankeschön. Gut, dass wir das geklärt haben. So, jetzt, was ist das hier? Ist das das Harvest Festival? Nee, da hätte ich schon eher hingekonnt, oder? Oh, it's you, the Chimera. Don't you recognize me? I'm usually working the counter at the restaurant in town. I also work for the Ringmaster part-time. He's a pretty cool guy, if not a little strange. Speaking of which, the Ringmaster is up ahead, waiting for the next contestant. Feel free to go in if you like. What? Welcome, friend, to Andy Quirby's marvelous quiz house. I, Anthony Quirby, will be your host this evening. The rules are simple. 10 questions will be flying out of my mouth into your ears, and if you can't get through all 10 without making 3 mistakes, you will win a fabulous prize. Wow, I want one of those. Sign me up. And if you fail, you'll forfeit your soul. Wait, what? Without further ado... Woher kenne ich den Spruch denn? Let the quiz begin. All questions will be multiple choice. Just pick the answer you think is correct. Okay. Don't panic, it's only your soul on the line. Happens all the time. Question 1. Who is the pirate boss Anchorage's Marinara filling for? Who is the pirate boss Anchorage's Marinara filling for? The captain, JJ, Mimi, not JJ. Was? Es gibt einen, also Captain halt. What? Habe ich die Frage nicht verstanden? Make 2 more and that will be the end of your little game. Question 2. What icon appears on the map screen to indicate that you've saved your game? Na, die floppy disk. In the Gas Weapons Shop, how many weapons? Ich glaube 4. Nein! 4. What tasty morsel does Gourmet Girl cook for you when you visit her in Pumpkin Valley? Ich glaube, da war es das Chicken. Nein! Tschüss. Did I get to go home safely with a consolation prize? Not quite. Wow. Wie mean. Okay. Next. 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 Ja. 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 Ist das die gleiche Frage? Nein. Das sind 100. Auf Mount Afrocupa. Pizza? I'm the klutzy Dullahan who can't help but lose my head sometimes. What is my name? Bernadette. What ability do you receive for defeating the pirate Harpy? Den Harpy Boost. Question 5. What tasty morsel does Pumpkin Valley? Das war immer noch Chicken. Ah, das war immer noch falsch. On the oil rig, what safety precaution is posted on the walls of the upper decks? Lookout below, glaube ich. Fuck. Have you found the lucky jack stole? Do you know what it does? Lucky jack stole? Nein. Aber ich sehe Dinge, die ich noch verpasst habe, offensichtlich. Cool. Wir brauchen also noch die Lucky Check Stole. Ja, cool, danke. Ei. So, aber langsam kommen wir dann ja auch mit den Fragen hin. Ja, ja, ja. Go, go. Which move does Challenger perform by combining left stick down and X while on the ground? Earthshaker. Breaker? Sie hat 25 Feen verloren.
Ja, immer noch nicht, aber es ist schon mal nicht decorates your room. Vielleicht increases crit rate? Schade. Does not appear in the Sky Fortress. Bah. Der Marksman vielleicht? Schade. Der Marksman appeared also in der Fortress. Oh, weia. Das ist ja, das, da muss man ja wirklich gut aufgepasst haben, hier, um die Fragen zu beantworten. So, nochmal. Ja, toll. Also, der Explorer war es schon mal nicht. Der Marksman war schon mal nicht. Wer ist denn der Wer ist denn der Fluff Aviator? Der war es auch nicht. Es ist immer noch Bernadette. Hatte die Eis? Würde ja passen, ne? Das war immer noch Happy Boost. Die gibt mir ein alternatives Kostüm. Kostüm. Das war das erste Level, aber wie hieß der Quatsch? Ich würde sagen Plains. Nice. Pumpkin Valley war jetzt nicht Chicken. Jetzt habe ich es gelernt, dass es nicht Chicken war. Dann kannst du der Hamburger gewesen sein. Ah, what? Aber... Pizza war doch schon auf dem Mount Dings... Oh, Mann. Where there's food to prepare, you'll find me there. Ja, Gourmet Girl natürlich. Which move does Jerry perform kommen? Ah, nein! Es war nicht der Earthshaker? Dann ist es halt der Earthbreaker, weil was anderes ergibt keinen Sinn. Und das letzte. Oh, was zum Fuckaloni. Der blaue war 100, aber der gelbe alleine? Also 90 ergäbe keinen Sinn. Weil bei 90 müssen alle drei gleich viel wert sein. Das sind sie ja nicht. Angenommen, die sind 40, 40, 20, dann wären es 100. Lässt sich aus dieser Kombination überhaupt... Also eine 300 lässt sich daraus zwar bilden, aber das ist Quatsch, weil die sind nicht so viel wert. Also 300 ist raus, 90 ist raus. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, ob sich aus dieser Kombination, also dass ich praktisch... zwei gleiche habe und eins eine 150 bilden kann, dann müsste einer... Nein. Doch. Warte. Ja doch, es würde immer gehen, wenn zum Beispiel die gelben, keine Ahnung, sind 60 und der rote ist 30 oder sowas. Das würde natürlich immer gehen. Oder die gelben sind 70 und der rote ist 10, ne? Also ist egal. Ich nehme die 100. So viel sind die doch nicht. Oder sind die 150 zusammen? Wie viel sind die? Ich gehe ja so in Richtung 40, 40, 20. Oder der rote ist mehr wert wie die gelben. Scheiße. Fuck. 100 oder 150. Die anderen kann ich ausschließen, wie gesagt. Ach, was habe ich denn für einen Blödsinn erzählt? Ich kann doch genauso hier auch sagen, die sind, keine Ahnung, 20, 20, 50. Könnte ich ja genauso sagen, damit ist überhaupt nicht die 90 raus, nur die 300 ist raus. Shit. Nehmen wir die 90. Nein. Wie komme ich denn darauf, dass die alle drei dann 30 sein müssen? Ist doch Blödsinn. Wow.
Aber jetzt haben wir genug Fragen beantwortet, es müsste mal langsam mal hinkommen. Aber ich finde die Fragen cool gemacht. Immer noch Happy Boost. Das war die Pizza. Das war die Floppy Disk. The Pirate Boss Anchovies Marinara Filling for. Ach! Ich habe die Frage falsch verstanden, aber dann ist trotzdem Cheshire falsch. Ist es immer noch Guillaume egal? Okay, Lookout Below war es nicht. Watch Your Step vielleicht? Okay. Das war Eis. Na toll. Also 90 war es nicht. Gehen wir auf 100. Okay, dann sind es 150. Nein. Ich weiß zwei Dinge, die es nicht tut. 50-50. Aber ich würde sagen, es ist hier Tracked Treasure, weil Protects You from Damage. Weiß nicht, eine Doll. Lieber das hier. Nice. Komm schon. Was? War das nicht Siedel? Your final score is 8 out of 10. Ach ja. Juhu. Quizmaster. Und jetzt? Oh, jetzt Judik, mehr. Ja, ja. War ich doch gerade. Kann ich einfach wieder rausgehen? Ah, okay. Gut, dann haben wir hier das Buch auch. Wo fehlt denn jetzt noch was? Und wo ist dieses Harvest Festival? What the fuck? Hier haben wir alles. Ach ja, was war es jetzt bei Pumpkin Valley? Ach, der Hamburg... War der überhaupt so aus? Bin ich dumm? Ach, hier fehlt ja noch ein... Wahrscheinlich fehlt hier noch ein Buch und hier noch ein Buch. Sind es noch zwei Bücher, die fehlen? Ja. Vielleicht komme ich ja jetzt da irgendwie hoch? Nö. Okay, aber jetzt kann ich vielleicht mehr Dinge tun. Oh, jetzt kann ich hier in die Tür. Nee, kann ich nicht. Kann ich jetzt hier irgendwo rein? Aber wie komme ich denn dann jetzt an das letzte Buch ran? So, dass denn hier sein sollte. Das haben wir... Oh! Now that you've saved the island, you're free to spend your days however you like. Just make sure you do your chores first. Let's not forget the reason you exist in the first place. Okay, und du willst Anime gucken? Hey Chicken Wing, what are you doing inside my house? The professor recognized my obvious talents and has given me a job as an engineer. Since so many pirates have moved in, we're not going to need to upgrade Regas's infrastructure. And Amelia is going to lead a project. I've been analyzing the Albatross and I have to say some of these designs are revolutionary.
With your mind, you probably could have done a lot better than a band of pirates. How dare you speak ill of the ex-captain? We were a terror the world over. Was? We were a terror the world over? What? Okay. I didn't mean it like that. I'm just surprised some big company didn't snatch you up at some point. That's because nobody takes Harpy seriously. Nobody would even give me a chance. They all take the term bird brain too literally. So I burned their facilities to the ground. But I'm reformed now. You're still giving me a chance, right? Don't give me that look. I'm a new bird now, honest. Well, I suppose if you do act up again, Chelsea is here to take care of you. That won't be necessary. Yeah, no, nein, 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 nein. Okay, ich habe das verstanden, aber was ist jetzt hier das? Hier ist halt immer noch ein Secret. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ah ja. Oder muss ich dafür das Spiel hier... Muss ich die Topscore bieten? Die 2500? Man kriegt doch für die Zeit auch nochmal Punkte. Okay, dann sollte es doch recht schnell gehen, wenn ich mich jetzt schicke. Toll. Ach, super. Ja, da kriegen wir die 2500 recht schnell zusammen, glaube ich. Schick dich. Nicht ewig Zeit hier. So. Wo bin ich? Ach, da oben. Ja, natürlich bin ich da oben. Ich starte immer an der weißen Tür. So. Ein Fünftel haben wir schon. Na, toll. Ach Mann, ich bin blöd. Das war übrigens auch blöd. So. Nein! Gott! Oh, ich dachte, ich kann die erledigen. Die geben doch Punkte, wenn ich die erledige, ne? Ich glaube sogar relativ viel. Ah, ich muss eine Bombe damit hochnehmen. Scheiße. Oh, ich kann mich selber sprengen. Das ist schon mal nicht so gut. Fuck. Wie viele Punkte gibt es jetzt, so eine Schlange zu sprengen? So, 500, okay.
Shit. Das war knapp. Das ist halt das Problem, dass ich wieder nur noch ein Leben habe. Ach, verdammt, das wird nichts. Nein, die will ich nicht. Was da unten... Was da unten los? Wer ist das? Das ist der Dark Dings Cake. Aber wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Und wie kann ich dem jetzt... Muss ich den sprengen oder kann ich dem einfach so das Ding abnehmen? Na toll. Oh, oh, oh. Erstmal alle Türen wegmachen. Nein, ich kann nicht einfach auf ihn drauf. Toll. Da muss ich hier echt 25.000 Punkte holen für das Buch? Nee, lass mal. Ja. Ich würde lieber... in Erfahrung bringen, wie ich noch an das... Könnte man hier vielleicht noch mehr Sachen interagieren und ich habe es nur nicht gesehen? Auch schön. Nützt mir aber alles nichts. Es bleibt eigentlich nur das Spiel übrig, ne? Weil hier geht ja nichts. Und hier ist halt der Kühlschrank, wo ich schon mal das Ding ausgeholt habe. Und mehr ist da halt nicht. Und wo soll in der Stadt noch was sein? Da fehlt ja auch noch was. Oh. You can only switch in and out of Berserk Mode from the maps given in Berserk Mode. You do a lot more damage, but will take, das weiß ich doch alles schon. Ja, eine habe ich geschafft. Das habe ich auch schon gehabt. Zwei fehlen noch. Her full name is Captain Elena Arachnia, but most refer to her as the Captain. Her limitless poise and charisma is only matched by her strength in battle. The Captain is a master strategist. Her plans take a while to probably execute, but they are guaranteed to succeed. She would never admit it, but the Captain is very self-conscious of her spider body. She wishes she could have a more human appearance. Who could ever love a spider girl? Thinks about winning. The Fairy Queen. Usually the role of Fairy Queen would go to the eldest daughter, but our clumsy queen inherited the task when her older sister left home to enter the exciting world of culinary arts. She is a little dull-witted, but she tries her best. Don't let her ditzy exterior fool you. Fairy Queen's command magic power comparable to the gods of ancient lore. Favorite fairy, all of them. Age a lot. Malthace. Ach, sie. Wie sieht sie eigentlich? Malthace is an avid collector of figurines and toys. She decided to share her love of the island by opening her own toy store. Unfortunately, her appearance tends to keep children away. She's very self-conscious about her gaping bloody mouth for a face, so try not to stare. Okay. Tja. Ach, die Pepper! Mein Gott! Wir haben ja noch diese Tauschquest-Scheiße. Why is that a superware official red pepper as seen in Mantu vs. Upside Down Machine? I can put this in my tea. Customers love branded flavors. These will sell like hotcakes. Here, let me pay you. I don't have much since the pirates stole most of our money, but I hope this will do.
Was habe ich jetzt von ihr bekommen? Das sind Fähigkeiten, aber was habe ich bekommen? Habe ich Money bekommen? Weil das sind Fähigkeiten hier, ne? Also ich habe das Geld bekommen. Was ist die 5 von 12 da oben? Ach, das sind die ohne Tote geschafft. Oh je, muss man das alles schaffen für die 100%? Das will ich ja gar nicht. So, wo gebe ich jetzt das Geld? Kann ich ihm das Geld einfach geben? Excuse me, good sir. I would like to make a deposit. Ah, that's quite a rock. That will fetch you exactly 50... Viech. 50 units of European currency? That's so much. Haha, I'm rich. I can pay off anyone. The world is mine. Ah, that takes me back. You'll grow up to be a fine young capitalist in time. Here's your receipt. So, jetzt habe ich was? A piece of paper with your account balance on it. No better than bathroom tissue. Okay. Wer könnte das denn jetzt wollen? Ach, guck mal, wer da ist. What's up, Cap? How's the peaceful life? A lot less pirates to beat up these days. I could buy those no death ones and the ranks and A-ranks won't get themselves. What are you going to do? I thought you were just a pirate for kicks. Ah, there's a little more to it than that. I guess I can tell you my family is kind of a big deal where we are from. To say I'm like royalty might be putting it lightly. Even the other pirates treat me with respect because of my lineage. But the aristocratic life was boring, so I would wander around. One day the sea spider snatched me up out of the water and decided to hold me for a ransom. But I'm the youngest of 5 daughters, so nobody really noticed I was even missing right away. And the captain was having trouble even getting in contact with my parents. It wasn't really working out, so the captain was just going to throw me back into the sea, until I decided to join them. I've seen and learned a lot more as a pirate than I ever did at home. The captain treated me like her own daughter. I've never regretted joining the sea spiders. Well, I don't know if I can offer the same kind of excitement the old captain did. I don't really have any plans to start stealing treasure anytime soon. Oh no no, I was never in it for the money. I was in it for the adventures. There just happened to be a lot of stealing involved. I'll stick around for now, but one day I'd like to get back and explore some more. This ghost in town was going on about a giant plant that spits fire on some island down south. I want to fight that. Maybe I'll even go home for a bit. As long as you keep on the straight and narrow, you'll always be welcome here, friend. Thanks. Okay, ich beende den Part mal an der Stelle, denn das wird alles noch ein bisschen dauern. Danke fürs Zuschauen und tschüss.